Liebe Schwestern und liebe Brüder, wir feiern in unserem Seelsorgebereich Morsbach-Friesenhagen-Wildberger Hütte in den Tagen nach dem Fronleichnamsfest das sogenannte ewige Gebet. Ewig beten heißt, wir beten von freitags morgens um 8 Uhr bis samstags abends um 20 Uhr durchgehend in verschiedenen ausgewählten Kapellen in unserem Seelsorgebereich. Dieses Gebet findet statt vor dem ausgesetzten Allerheiligsten, das heißt vor der heiligen Hostie, die in der Monstranz auf dem Altar steht. Jetzt kann man natürlich sagen, ist das nicht etwas altmodisch, altbacken, anachronistisch aus der Zeit? Sowas macht man heute doch gar nicht mehr. Es stimmt schon, besonders viel Aktion findet beim ewigen Gebet nicht statt. Menschen kommen in die Kirche, knien oder setzen oder stellen sich dorthin, schauen auf die Heilige Kommunion und die Heilige Kommunion schaut zurück. Wenig Aktion. Aber, liebe Schwestern und liebe Brüder, ist es nicht vielleicht auch das, was wir ab und zu mal brauchen? Ein bisschen weniger Aktion und ein bisschen mehr Ruhe? Es gibt ja im Moment in unserer Gesellschaft die Mode, mehr auf Dinge zu achten, achtsam zu sein, zur Ruhe zu kommen, zu schweigen und auch mal das ganze technische Döns außen vor zu lassen. Wir machen das in der Kirche schon seit Jahrhunderten. Man müsste es vielleicht nur mal neu entdecken. Aber das eigentlich Spannende und Entscheidende beim ewigen Gebet finde ich, und das finde ich total beruhigend, es ist immer jemand da, der gerade mit Gott spricht. Und die Anliegen unserer Gemeinden, unserer Familien, die Anliegen der Kirche und der ganzen Welt vor Gott zu bringen, mit Gott zu reden, auf Gott zu hören und von Gott Antwort zu bekommen. Selbst wer gerade nicht Zeit hat zum Beten, wer gerade nicht Zeit hat, still zu werden, der weiß, da ist jemand, der tut das stellvertretend für ihn. Und ich finde, das ist ein ganz großes Geschenk und eine große Bereicherung zu wissen, es ist immer jemand da, der auch in meinen Anliegen betet. In diesem Sinne wünsche ich uns allen ein gutes Wochenende und Gottes Segen. Und übrigens, das ewige Gebet in Brühl und Wiel wird am 29. September am Michaelstag sein. Bis dahin, tschüss.